Jesper, die Frage, die uns alle umgetrieben hat. Wie spricht man deinen Namen aus? Jesper Munk. Ja. Nicht Jesper Munk. Ja, das machen viele englischsprachige Mitmenschen. Ja. Aber das ist auch überhaupt kein Problem. Egal, so wie man Lust drauf hat. Du bist Deutsch-Däne. Ja. Bist aber in München geboren. Mhm. Ja. Jetzt ist München nicht gerade die Blues-Hochburg. Ja, wahrscheinlich Deutschland insgesamt nicht so. Ja, also so insgesamt, jetzt was so in den großen Hallen landet, wahrscheinlich nicht so wirklich populär. Ja, nicht mehr, aber München natürlich ganz vorne dabei. Aber ich glaube, dass es da fast schon egal ist, wo man aufwächst. Dass wenn man mal ein bisschen Blind Willie Johnson oder was auch immer gehört hat, dann und drauf steht, dann ist man halt gefangen. Das heißt, du stehst auf Blues. Was gibt dir denn der Blues, was jetzt, sagen wir, du bist 22, du hättest dich ja auch für was Digitales entscheiden können? Electric. Ja, ich will das auch, auf jeden Fall. Also ich will das auch gar nicht verurteilen, das Digitale. Ich will auch überhaupt niemanden reingerätschen oder irgendwas. Für mich war das nur... Es bleibt einfach so, dass ich mit digitalen Instrumenten nicht wirklich was anfangen kann, weil mir da das Organische fehlt. Einfach Stahl und Holz und ja, der ganze Rest. So, das ist schon was sehr Schönes, wenn man da anfassen darf. Ja. Jetzt generiert da die Presse oder die Medien immer ganz gern einen Begriff, der heißt Blues-Wunderkind. Den hat man oft in Amerika, hört man den, mit Johnny Lang oder Kenny Wayne Shepherd. Magst du den Begriff? Kannst du was damit anfangen? Oder ist der völlig weg von dir? Also was die Genres angeht, habe ich überhaupt kein Problem mit wie man das auch immer sieht. Für mich ist es meine Reflexion, das ist sicherlich Blues dabei, aber auch Soul und Rock'n'Roll oder vielleicht mal ein bisschen punkige Passagen oder ein bisschen Folk, Singer-Songwriter-Zeug. Das heißt, das erste Wort stört mich überhaupt nicht. Blues mag ich selber gern und wenn ich damit zusammengebracht werde, dann ist das schön. Mit Wunderknabe kann ich persönlich einfach nichts anfangen, keine Ahnung. Ich bin auch nicht irgendwie der super musikalische Kerl oder irgendwie das totale Wunderkind, was mein Gehör angeht oder überhaupt mein... ich habe noch nie eine Harmonielehre gemacht oder irgendwas. Also ich kann mit dem Namen... Also Wunderknabe habe ich immer oder Wunderkind habe ich immer so mit Mozart oder sowas zusammengebracht. So. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der sich gut ausdrücken kann, aber auch nur das, was er selbst meint. Also es ist schon sehr begrenzt. Ja. Da kommen wir gleich zu deinen Anfängen. Also du bist ja, nach meinen Informationen, hast du ja erst mit 15... 17,5 habe ich Gitarre angefangen. 17,5? Mit 16 habe ich angefangen, Bass zu spielen und ich habe in der Band angefangen, die Ladders Riot hieß, und Clemens Graffing von Finkenstein, der bis heute an meinem Schlagzeug sitzt oder mit mir auf der Bühne steht und das Rückgrat der Band ist, hat mit mir dort angefangen. Und mit 17,5 ungefähr, ja, ich sage immer 17,5, das klingt so super genau, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wollte ich dann halt selber erschaffen. Und es ging eher darum, dass die Gitarre den Inhalt trägt, ganz einfach. Also ich wollte Songs schreiben und dann habe ich mit Gitarre angefangen. Und dann hat sich da so eine Leidenschaft entwickelt für dieses Instrument.
Und dann gleich so richtig harte Schule, raus auf die Straße in München. Also man hört ja immer, Straßenmusikant zu sein ist für die große Bühne die beste Schule, weil man ja da letztendlich lernt, was man machen muss, dass die Leute stehen bleiben. Hast du das auch so erfahren? Ja, aber es war relativ, also ich finde es super sinnvoll, auch für junge Musiker oder überhaupt Musiker, die gerade anfangen, irgendwie Musik zu machen oder eine Band gründen wollen oder was auch immer, wirklich erstmal auf die Straße zu gehen, weil der große Unterschied zwischen einem Konzert und auf der Straße spielen ist halt wirklich dieses Erkämpfen vom Ohr oder vom, ja, also das Gehör finden, ganz einfach. Und es ist relativ natürlich passiert dann auch auf der Straße. Also ich glaube, dass du da gar nicht dir viel vornehmen musst, sondern geh einfach hin und versuch's. Und irgendwann klappt's. Und dann weißt du, dass du irgendwas richtig machst. Und dann pay my fat sugar. When did I turn wrong? Du bist bei einem kleinen, feinen Münchner Label gelandet, ne? Trikont. Red Wine Jeans. Ah, es war nicht Trikont. Ja. Ja, das waren auch Bekannte von uns, also von meinen Eltern auch. Also der sag ich mal, A&R von dem Label. Also es ist ein Chef vom Label und ein A&R und Künstlerbetreuer vom Label. Und der A&R war eben der Rhythmusgitarrist von meinem Vater. Und die Band von meinem Vater verstehe ich selbst auch eher als Familie. Also von daher ist es auch sehr, sehr ja, künstlerfreundlich abgelaufen. Also es war alles super angenehm und klein und familiär und super. Und bei der zweiten Platte? Das zweite Album Claim heißt's. Ja. Ist jetzt der Welpenschutz vorbei oder ist es jetzt bei einem Major, hoffe, bei Warner? Ne? Auf jeden Fall. Also ich denke auch nicht, dass es da irgendwelche Entschuldigungen gibt. Es gibt ein ehrliches Urteil und es sollte nicht davon abhängen, wie lange oder also wie lange jemand Musik macht oder wie alt er ist. Also immer her mit der ehrlichen Kritik. Ich kann nur daraus lernen. Wobei der Medienhype ja jetzt ziemlich groß ist, hast du das jetzt auch so wahrgenommen, dass es jetzt mit der zweiten Platte nochmal einen richtigen Schub gibt, auch deutschlandweit in Medien, wobei du, muss man sagen, 2013 bist du mit Eric Burdon getourt, ne? Ja, also es geht auf jeden Fall mehr und das ist auch, also die Promotouren sind immer angenehmer und man hat immer jemanden, der einen irgendwie da betreut, der sich so um die Planung kümmert, während so bei der ersten Promotour bin ich irgendwie so allein durch Berlin gedackelt mit meiner Klampfe und einem Rucksack und war immer so dieser nervige Teil im Bus, der da irgendwie zu viel Platz verbraucht und so. Und dann muss man zum Beispiel nach Potsdam, um zu Radio 1 zu fahren und so. Und wenn man dann halt spät dran ist, dann kann man halt trotzdem nichts dran ändern. Der Regio braucht halt auch so seine 30 Minuten oder so. Und es ist jetzt auf jeden Fall sehr angenehm. Also die ganze Promo macht sehr viel Spaß. Ich kann mich darauf konzentrieren. Ich kann mich so auf den Journalismus konzentrieren und das macht irgendwie wirklich Spaß. Also es ist wirklich ein Interesse auch von mir, diese Art von Journalismus. Also auch die Unterschiede zwischen einem Kulturformat und einem Boulevardformat und sowas, das finde ich interessant und ich habe da Bock, mich darauf einzustellen. Auch. Wie bist du zu John Spencer gekommen? Ja, also ich habe mit 18, glaube ich, ungefähr 18 oder weiß ich nicht, 18, 19 oder sowas, habe ich John Spencer live gesehen. Da hat es mich
ziemlich zerrissen. Also ich habe halt live auch noch nie wirklich sowas gesehen gehabt. Also ich war auf vielen Konzerten, aber irgendwie so wirklich vergleichbar war da nichts, weil es für mich so gar nicht greifbar war, aber eigentlich, also es war nicht greifbar, was dieser Mensch auf der Bühne macht oder die Band. Die Band ist großartig. Aber gleichzeitig war es total reduziert und auf die Essenz bezogen und eigentlich war es ziemlich, sag ich mal, es war eigentlich so gemeint, als wäre es einfach zu verstehen, aber die Live-Produktion an sich, die mit so wenig Mitteln gemacht wurde, war so genial, weil jeder Musiker halt die ganze Zeit gearbeitet hat. Also keiner stand gelangweilt rum. Und ja, seitdem wollte ich auf jeden Fall unbedingt ein Live-Projekt starten. Und als ich dann erfahren habe, dass John Spencer auch produziert, haben wir das über einen offiziellen Weg gemacht, also über das Management und über einen Verlag, Warner Chappell. Und dann durften wir hinfahren. Und das war großartig. Ja. Und dann warst du in New York? Ich war in New York mit meinem Dad und mit dem Clemens. Ja, das war ziemlich schön, ja. Abgefahren. In 2 Stunden stehst du jetzt unten auf der Bühne. Mhm. Du bist unser krönender Abschluss der Roter Blues Tage. Ich bin der Abschluss. Du bist das Abschlusskonzert, ein yes. Highlight. Schön. Und es ist sozusagen so ein kleiner Vorstart für deine Tour dann ab 10. April, ne? Genau, mhm. Ja. Also manche nehmen es mit rein in die Tour, manche lassen es wieder raus. Also Ich finde es ja, ich finde es wirklich schön. Also die Venue ist schön und ich habe jetzt nur mit tollen Mitarbeitern zu tun gehabt. Also ich freue mich drauf. Gut, ja. Wir uns auch. Dann danke ich dir, Jesper. Danke dir. Das war's schon. Probably would have lost it all. Oh well, coffee in bed and a bottle of white wine and a dime. That's just what we need. And a zip, worthy ever.